Hallo, liebe Sternenbürger. Schön, dass ihr diese Woche wieder reinschaut. Wir schreiben die Kalenderwoche 23 im Juni 2019 und dies sind die Star Citizen News der Woche für euch zusammengefasst. Alle Links zu den Quellen findet ihr wie üblich in der Videobeschreibung. Patch 3.5.1 auf den Live-Servern. Der lange erwartete Patch 3.5.1 ist auf den Live-Servern und bringt einige Bugfixes, auf die wir etwas länger warten mussten, da man in diesem Patch auch die fehlenden 300er-Varianten und die Personalisierungen dieser ins Spiel bringen wollte. Wenn ihr bereits eine 300er besitzt oder eine kauft, habt ihr nun die Möglichkeit, dieses Schiff an euren persönlichen Geschmack und natürlich auch Geldbeutel anzupassen. Wie das Ganze funktioniert, habe ich diese Woche in einem kurzen Video gezeigt. Das findet ihr in der Tutorial-Playlist. Den Link zu den Patchnotes findet ihr bei den Quellen in der Videobeschreibung. Origin Celebration Free Flight. Bis zum 13. Juni gibt es ein Free Fly Event. Während des Events könnt ihr 4 der Origin-Schiffe im Spiel fliegen. Dazu gehören die 85X, die 300er-Serie, die 600i und die M50. Wenn ihr schon mit den Schiffen unterwegs seid, macht ein paar schöne Screenshots und sendet diese ein und gewinnt mit etwas Glück eine 600i, eine M50 oder eine 85X. Alle Infos dazu findet ihr auf der Freefly-Seite und im Spectrum. Inside Star Citizen. In dieser Woche bekommen wir von Benoit Bonsejour einen Einblick in die Arbeit, die hinter dem Schiffskonfigurator steht. Es war zunächst notwendig, dass man all die nötigen Bilder generiert. Diese mussten natürlich aus einem festgelegten Blickwinkel sein und man musste alle Möglichkeiten und Kombinationen darstellen. Und um das Ganze ins Spiel zu bringen, muss die Webseite natürlich mit dem Spiel kommunizieren, damit wir diese Änderung natürlich online haben und nur noch ins Schiff einsteigen müssen. Hier gibt es zum Schluss noch die Info zum Einschmelzen und Neukauf. Wenn ihr ein konfiguriertes Schiff einschmelzt, erhaltet ihr die Store Credits für das Schiff und für die Anpassungen, die ihr gemacht habt, gutgeschrieben. Ihr habt dann ganz normal die Möglichkeit, euer Schiff zurückzukaufen über ein Buyback-Token. Alle Anpassungen könnt ihr dann erneut vornehmen, aber beachtet, dass zum Beispiel einige Farben oder Optionen nicht mehr verfügbar sind, denn manches ist zeitlich begrenzt im Angebot. Wenn ihr bereits eine 300er besitzt, habt ihr die Möglichkeit, diese im MyHangar-Bereich eures Accounts anzupassen. Wie genau der Konfigurator funktioniert, könnt ihr in meinem Video dazu anschauen, welches ihr in der Tutorial-Playlist findet. David Coulson bringt uns einen Einblick in den Hover-Modus, der mit 3.6 ins Spiel kommen soll. Bisher ist es so, dass wir, egal in welcher Ausrichtung, mit unserem Schiff schweben können. Doch das wird sich mit dem kommenden Quartalspatch ändern. Zunächst hat man den Hover-Modus von der Fahrwerksanimation getrennt, was uns dann auch ohne das Ausfahren des Fahrwerks in diesen Modus bringen kann. Der komplette Schub wird dann nach unten geleitet, um das Schiff stabil in der Luft zu halten. Neigt man die Nase des Schiffes, wird es sich durch den dauerhaften Schub nach vorne bewegen. Indem man die Nase nach oben zieht, wird das Schiff dann wieder abgebremst. Ihr könnt euch das Ganze also in etwa so vorstellen, als würde man einen Hubschrauber fliegen. Wenn ihr die Nase nach unten neigt und Schub nach oben gebt, bewegt ihr euch nach vorne. Indem ihr die W-Taste gedrückt haltet, wechselt ihr vom Hover-Modus in den normalen Flugmodus und umgekehrt. Hierbei drehen sich auch die Triebwerke bei manchen Schiffen, wie zum Beispiel der Reclaimer. Unterhalb einer gewissen Geschwindigkeit passiert das aber auch automatisch, um das Schiff so in der Luft zu halten. Im Hover-Modus verlieren wir die Möglichkeit, wie bisher gewohnt, zu strafen. Allerdings macht dieses Schiffsverhalten das Fliegen deutlich realistischer und bringt den Simulationsaspekt wieder in den Vordergrund. Sobald diese Mechanik ihren Weg ins Spiel findet, wird es von mir auch ein Flugschule-Update-Video geben. Von Pete Royal erhalten wir in dieser Woche nochmal ein Update zur 890 Jump. Die Brücke ist der 600i sehr ähnlich, was vor allen Dingen an den geschwungenen Formen zu erkennen ist. Hier finden der Pilot, der Copilot und der Ingenieur ihren Platz. Dahinter gibt es zudem noch einige Monitore, auf denen alle Systeme gleichzeitig darstellbar sein sollten.
Auf der Brücke findet man natürlich auch den Hologlob, mit dem wir unsere Routen planen können. Hinter den Türen links und rechts finden sich die Avionik-Komponenten. Und was ist besser als eine Brücke? Richtig, zwei Brücken. Die A90 Jump verfügt über eine Kampfbrücke. Wenn es also mal brenzlig wird und man zum Beispiel geentert wird, findet die Rumpfmannschaft hier einen speziell gesicherten Raum, von dem aus sich das Schiff weiterhin steuern lässt. Auch eine Waffenkammer findet sich an Bord dieses großen Schiffes. Selbstverständlich darf eine Krankenstation auch nicht fehlen. Diesen Raum kann man zusätzlich auch als Quarantänebereich nutzen, weshalb es hier eine Scheibe zum Beobachten der Patienten gibt. Hier finden wir dann alles Nötige für das Medical Gameplay. Beitrag zum VTOL-Schweben im Spectrum. Bezüglich des Hover-Modus stellte man im Spectrum noch klar, dass dieses Videosegment aus Inside Star Citizen schon vor einiger Zeit gedreht wurde und dass man zwischenzeitlich ein paar Änderungen daran vorgenommen hat. Wichtig war der Community hierbei, dass Scanning und Mining mit dem vorgestellten Modell erschwert wurde. David Coulson stellte daraufhin klar, dass einige Schiffe ihre Triebwerke drehen können, damit diese eben nicht driften, und die Prospector kann dies. Auch stellte David klar, dass man trotzdem noch im Schwebemodus strafen kann, dies jedoch einige Übung bedarf. Weiterhin wurde eine Hover-Mechanik an die Spacebrake des Schiffes gebunden, die einen automatischen Hover-Modus einleitet. In diesem kann man das Schiff drehen, um sich so zum Beispiel auf ein Ziel auszurichten. Star Citizen Live. In dieser Woche dreht sich in der Sendung alles um die Visual Effects und der Gast der Sendung ist Mike Snowden, der Visual Effects Direktor. Hier für euch die wichtigsten Inhalte zusammengefasst. VFX sind ein wichtiger Teil in jedem Spiel, denn sie bringen die Welt erst zum Leben. Nebel und Staub wird im Spiel sehr oft verwendet. Das liegt daran, dass dies ein Stilmittel ist und eine Szene erst wirklich interessant macht. Ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit sind Partikel, aus denen die meisten Effekte bestehen. Partikel haben viele Einstellungen wie zum Beispiel Anzahl, Farbe, Lebenszeit, Richtung, Einfluss der Gravitation, Hitze und so weiter. Verschiedene Partikelarten können gemischt werden, um noch interessantere Effekte darzustellen. Partikel können an die Systemleistung angepasst werden. Auch hier kann man den Detailgrad für die Entfernung zum Effekt einstellen. Effekte werden auch in verschiedenen Lichtbedingungen getestet, um sicherzustellen, dass alles unter allen Umständen funktioniert. Man arbeitet weiter daran, die Partikelberechnung von der CPU auf die GPU zu verlagern. Gravitation, Wind und Objekte können die Partikel auf ihrer Bahn beeinflussen. Man kann auch künstliche Störungen zu den Partikeleffekten hinzufügen. Snowden musste mal für ein anderes Spiel einen Käsegeruch-Effekt machen. Das war wohl das Seltsamste, was er je gemacht hat. Für Star Citizen ist es wichtig, dass bestimmte Effekte automatisch generiert werden, wenn ein Designer etwas erstellt. Dieser spart viel Arbeit. Die Dichte einer Wolke kann so zum Beispiel die Technik an Bord eines Schiffes auf Grundlage der Partikeldichte beeinflussen. Dies geschieht automatisch nach der Generierung. Partikel können auch an Pfade gebunden werden, um ihnen so eine bestimmte Form und Richtung vorzugeben.
Nicht jeder Effekt, den Snowden und sein Team erstellt, sind direkt für das Spiel genutzt. Manche dienen nur als Testbed. Orte wie Levski haben viel von der Optimierung und Weiterentwicklung der Effekte profitiert. Verschiedene Hersteller und Rassen haben einen bestimmten Look bei den Effekten. Und das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Hat euch das Video gefallen? Gebt ihm ein Like, Anregungen, Diskussion und Kritik einfach in die Kommentare. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann gebt mir ein Abo und klickt auf die Glocke. Ich wünsche euch eine schöne Woche im Verse.